Roger Meyer, Sportchef der Rapperswil-Jona Lakers. Heute Abend fallen gerade drei gewichtige Spieler aus. Wie bitter ist das in der jetzigen Situation? Ja, es ist schon bitter, aber die Situation ist so, man kennt es nicht anderen. Gilroy, Wellmann ist verletzt, fallen etwa 14 Tage, 3 Wochen aus. Und der Timo Helbling ist ein Jackie gelaufen, Hirnerschütterung ist zuhause. Und es ist noch ein vierter Spieler, der andere Spieler, der ausfällt. Der wird hoffentlich Mitte November wieder zurückkommen. Sie haben es gerade angetönt, Wellmann, Gilroy, zwei Spieler auf den Ausländerpositionen. Sind Sie da aktiv auf der Suche? Wie sieht es aus? Können Sie schon etwas sagen? Ja, ich glaube, das ist die Pflicht und auch die Pflicht vom Sportchef mit dem Coach zusammen, dass wir nach Ersatz suchen. Wir sind da dran, vielleicht passiert die Nacht schon etwas oder die übernächste Nacht. Man hat sicher Kontakt zu Spielern und Agenten. Aber es ist momentan noch nicht so einfach. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen aufs Budget schauen. Wir können nicht einfach einen holen und nachher schlägt er nicht ein. Ich sage immer, die Patronen, die wir jetzt setzen, die muss sitzen. Sie haben nie kommuniziert, was die Spieler haben oder wie lange die Verletzungen von diesen Spielern könnten gehen. Können Sie da noch etwas Genaueres dazu sagen? Eben, wie schon gesagt, der Arzt, unser Clubärzt hat gesagt, wir müssen die Spieler rausnehmen, sonst heilen das nicht. Es sind Oberkörperverletzungen. Weiter will ich nicht auf Detail eingehen. Aber wenn der Arzt das so entscheidet, dann kann der Sportchef und der Coach nicht etwas anderes machen, als die Spieler rausnehmen und den Heilungsprozess so forcieren. Danke vielmals. Bitte vielmals.